Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid.
Das kommt dann nochmal.
konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden... Okay, nehmen Sie das runter. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf?
Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden. Hier schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt.
diese Pyramide auf dem Schlüssel. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich. Manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall besonders. Meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich. Weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann trenchern.
Klingeling. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Aber die Leute reagieren heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Die Hotline klingelt ständig in meinen Träumen. Das Ocean View Motel und Casino ist ein alter Freund. Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry, ich bin nur froh, dass du da bist. Emily? Lass uns reden. Natürlich. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling... Tomasi, aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist CIA, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte? Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft... Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben.
du das? Gesang. Klingt das? Kommt das aus dem Aufzug? Es heißt, Trench wurde erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Vor ein paar Wochen sah ich, wie Trench und Darling sich streiten. War richtig wütend. Sei nicht albern. Was hätte der Musterknabe der Behörde davon, den Boss zu töten? Die Zischer sollen die Energiequelle angegriffen haben. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Kommunizieren sie? Sind sie koordiniert? Hat die Quelle sie angezogen? Selbst für das älteste Haus. Das Zischen manipuliert. Hi, Jesse. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Diese Werte sind das älteste Haus. Das Zischenmanipulierte Serbtrieb. Hope sagte, wir sollten ihre sogenannte Zischer-Spruchformel dokumentieren. Wie? Etwa? Eigenhändig? Mit Stift und Papier. Ich glaube, die will, dass wir draufgehen.